Die neue Jahreszeit ist da und ich werde wieder mit PvP-Videos starten, allerdings unter einigen Voraussetzungen, die ich gleich direkt am Anfang vorstellen werde. Danach geht es mit Landtouren los in der Jahreszeit. Also, es wird wieder wie früher. Ich habe den Kanal begonnen, da hatte ich schon in etwa, ich weiß die Zahl nicht ganz genau, 8 bis 12 Videos auf Vorrat. Und wie man bei Season 12 schon gesehen hat, die Server haben nicht funktioniert, kann es nicht schaden, wenn man vorproduziert. Ich werde stark vorproduzieren. Ihr könnt mich also mal in dem einen Video auf Rang 11 sehen. Dann vielleicht Rang 17, weil ich gerade irgendein Event-Pokémon einschiebe und danach wieder Rang 12. Doch die Videos werden nicht alt. Ihr klickt jetzt noch meine ganz alten Videos an, obwohl ich seit Monaten nichts hochgeladen habe. Das ist Punkt Nummer 1. Nummer 2, apropos Rang. Wir haben so viele Kämpfe mittlerweile. Immer Events, wo man 100 machen kann. Dann ein ganzes Wochenende, 200. 50 am Tag beim Weltmeisterschaften-Event. Und ich habe fast jeden einzelnen Kampf mitgenommen, seit ich keine Videos mache. Doch gekämpft habe ich vielleicht nur selten. Folglich werde ich regelmäßig, häufig, immer unter meinen eigentlichen Punkten spielen, doch dafür eher auch Meme-Teams, Spaß-Pokémon verwenden. Aber das ändere ich nicht. Ich habe mich da komplett, ja, jetzt in diesen Spielstil, sage ich mal, verliebt. Ich gehe vielleicht später dann noch mehr darauf ein. In dieser Season erstmals leider keine Legende erreicht. Ich dachte auch eigentlich, dass ich nie wieder Videos machen würde. Sage ich ganz ehrlich, den Entschluss hatte ich schon gefasst davor, doch ihr habt nicht locker gelassen mit den Kommentaren und ich muss sagen, die Move-Updates, ist echt viel passiert und Niantic gibt sich Mühe, doch man muss einfach eingestehen, sie werden es nicht schaffen, niemals und deshalb Videos, vorproduziert, komplett auf gemütlich, wenn ich so spiele und sagen wir mal nur bei 2000 Punkten bin anstelle von 2900, ist es mir völlig egal, wenn ich durch einen Lag oder welches Problem auch immer verliere, man klickt links oben und weiter. Ein Video wie gestern zur neuen Season, da habe ich echt gemerkt, ich habe mir ein paar andere angesehen und natürlich hatten alle Serverprobleme. Ja, das nervt und so bin ich auch in diesen Videos gewesen, doch solche wird es nicht mehr geben. Ich möchte, dass ihr von der Arbeit, von der Schule nach Hause kommt oder in der Mittagspause das Video schaut und gute Laune habt. Die Season beendet habe ich bei 2620 Kämpfe, 2966, leider nicht auf Legende geschafft, habe ein bisschen zu spät damit begonnen. Beim Weltmeisterschaften-Event war ich dann zwischenzeitlich noch auf 1600. Ich wollte die 50 Kämpfe am Tag mit den Boni mitnehmen und habe die Gatekeeper ein bisschen unterschätzt und die Server überschätzt. Ich glaube, man hat man es davor gesehen, ich weiß es nicht. Aber das macht nichts, denn es musste mich null aufregen. Es war nicht in dem Video und dazu werde ich aber auch dann noch was sagen, wie es da weitergehen wird. Ich habe mir einiges überlegt und ich glaube, nur so kann ich weiterhin Videos machen, die live kommentiert sind. Und nachkommentiert möchte ich nicht. Ich habe ein Landtouren mit 0, 11, 8. Das schlummert da seit noch gar nicht langer Zeit. Und das habe ich nebenbei immer ein bisschen gepusht. Landtouren hat nun Surfer bekommen und das werden wir verwenden. Hab sogar Power-Up-Feldforschung, das ist ja ideal. Aquaknarre, Hydropumpe, neue Attacke, genau. Hydropumpe war bisher die Wasserattacke, die man verwenden wollte. Doch mittlerweile ist es Surfer. Will ich Surfer links oder rechts haben? Das ist immer echt so eine Entscheidung. Ich glaube, wir lassen nicht Donner, sondern wir lassen es auf der rechten Seite. Donnerblitz. Aquaknarre kann man spielen, doch ich glaube, ich möchte Funkensprung haben. So, Spark auf Englisch. Ist doch Funkensprung, oder? Ladestrahl? Ist es Ladestrahl? Ihr wollt mich auf den Arm nehmen. Ladestrahl ist doch ein Dreier-Move, genau. Funkensprung. Abfahrt. Da haben wir es. Und damit werden wir jetzt kämpfen. Und zwar in der Superliga. Und zwar, Moment, das Team muss ich löschen. Mit Bampidam. Mit Autoract plus Landtouren. Das ist der Plan. Und das machen wir. Also zu jedem Pokémon werde ich ein Landtouren. Ich habe auch einen 100er, das habe ich in der Vergangenheit verwendet. Und hier immer irgendwas werde ich austauschen gegen Landtouren. So machen wir das. Also, es gab so verschiedene Phasen bei mir. Ich habe wirklich bis zu Season
9 oder so, ich weiß es gar nicht. Fast alle Kämpfe von zu Hause aus mit dem iPad gemacht, mit voller Konzentration, in der Hoffnung, top Internet und so. Also, wir setzen bei 7 ein mit top Internet und da kann man dann natürlich so 2,5 bis 3 Stunden, wenn die Hyperliga ist, am Tag nichts anderes im Pokémon Go machen. Und in der Zeit, genau, ja, immer da zu Hause gespielt, auch wenn ich kein Video gemacht habe. Folie Purba ist natürlich gar nicht so toll gegen einen Landhuren. Und dann irgendwann gab es die Phase, wo ich gemerkt habe, ey, es bockt nicht mehr. Nach jeder Ladeattacke schläft man ein, ich kann nichts mehr machen, was zum Glück mittlerweile besser geworden ist. Es gibt noch andere Probleme, die aber nicht ganz so tragisch sind. Genau, und dann habe ich begonnen, einfach sämtliche Kämpfe. Oh, ich hätte einfach noch einsetzen sollen für ein bisschen Chip-Damage. Genau, sämtliche Kämpfe unterwegs zu machen, während der Pokéball Plus verbunden ist. Das war so die zweite Phase, würde ich sagen, wo ich es dann nicht mehr so ernst genommen habe. Da ist natürlich die Konzentration dann nicht so hoch. Na und dann irgendwann, wo ich dann sowieso aufgehört habe, auch mit Videos, wurde die letzte Phase eingeleitet und ich habe von der süßen Frucht des links oben Klickens gekostet. Weil im Grunde, es ist völlig egal, ob man jetzt immer bei seinem eigentlichen Punktebereich 3-2-2-3, 3-2-2-3 hat oder eine längere Zeit 1-4, 1-4, 1-4 und sich dann wieder mit was auch immer nach oben kämpft. So das macht. Ich glaube, ich habe ausgeholt. Na komm, wir wollen uns hier Enecoro ansehen. Ob man sich dann wieder nach oben kämpft, wenn man denn früh genug damit beginnt. Eine Woche Meisterliga hat leider bei mir nicht gereicht. Und ja, boah, Säuselstimme, so schön. So eine schöne Attackenanimation, unfassbar. Ja, und bei dem Punkt bin ich angekommen. Und da will ich nicht mehr zurück, denn ich habe gemerkt, in der letzten Woche, Meisterliga, ich habe mich komplett konzentriert. Ein Meta-Team verwendet, so Moment, lasst mich kurz, das wären alle drei PvP. Hey, wir machen, ist das Sumpex vorne drin, ist der Kampf direkt kein Gewinn. Dieses Team machen wir, Landtouren-Doppel, die Unlicht-Kombi. Yo, da habe ich echt gemerkt, boah, also einerseits bei 2970... In der Meisterliga, selbst letzte Woche, da hat man oft 1 bis 2 Minuten Wartezeit. Was natürlich nicht viel ist, vergleicht das mal mit League of Legends oder keine Ahnung was. Das ist gar nichts, so eine Minute. Doch trotzdem, 25 Kämpfe am Tag. Yo, kannst du mal aufhören, meinen Bildschirm hier so zum Flackern zu bringen? Coole Attackenanimation. Ja, das ist einfach zu lange und ich bin dann immer wirklich 2 Stunden oder noch länger hier einfach nur gesessen und habe nichts gemacht, außer gewartet. Man kann ja nicht wirklich viel starten so. Bitte mach jetzt nicht Psychic Fang. Stromstoß, okay. Genau. Ich habe keine Ahnung von der Energie von dieser Attacke. Deshalb muss ich leider einsetzen, zur Sicherheit. Ja, das habe ich diese paar Tage gemacht, weil ich es versuchen wollte. Doch, ich muss ehrlich sagen, nö. Das durchgehend, sorry, nicht mit mir. Dann war es das mit Videos. Wenn ihr sagt, nö, ich will nicht, dass du bei Punkten weiter unten kämpfst und dann gegen schwächere Gegner spielst, so, dann war es das. Das ist mein Kompromiss, den ich mache. Ich möchte alle Kämpfe machen. Ich habe wirklich viele legendäre abgesahnt. Was habe ich denn eigentlich noch drin? Komm, nehmen wir Landtouren. Wir wollen ja das Pokémon zeigen, obwohl hier alles nicht so effektiv ist. Und habe echt viele Legendäre auch bekommen. Ein paar Hunderter. Ich bin zwar mit Medity nicht einverstanden. Obwohl, okay, Medity kann man sich noch irgendwie vielleicht schönreden, dass man das da bekommen kann. Weil Meditalis und so. Aber es gab währenddessen Events, wo Hunderte davon aufgetaucht sind. Aber ich habe auch Seishin Summer Center und die anderen Legendären ein paar Mal bekommen. Da muss man, ja, das muss man eben auch sagen, die Belohnungen sind krass. Vor allem dreifach Sternenstaub oder so. Man muss nur einen Sieg machen.
die anderen Kämpfe gibt man auf, zack. Und dann am Ende, selbst für die Niederlagen, bekommt man ja auch noch 4, keine Ahnung, 3000 irgendwas Sternenstaubs auf den höheren Rängen. Ich will das nicht missen, ich habe 3 Millionen gemacht in der vorherigen Season und vermutlich so wenig gespielt wie noch nie zuvor. Und wenn ich spiele, dann immer unterwegs mit dem Pokéball Plus. Und ich habe das gemerkt in der letzten Woche. So, Baldorfisch, das habe ich nicht. Also, das ist kein PvP. Obwohl, Cedra King auch nicht, oder? Cedra King. Okay, dann muss ich das austauschen. Erstmal das Baldorfisch. Da habe ich nämlich eines. Na, und hier kommt Landturn rein. Jo, das werde ich nicht mehr. Das werde ich nicht mehr anders machen. Ich habe das echt. Mir fehlen die Fänge oder mir fehlt der Auslauf dann. Die 2 Stunden nur zu Hause sitzen? Nö. Keine Lust. Währenddessen werde ich Meme-Teams wählen von zu Hause, aber von unterwegs, dann vielleicht auch das Gameplay aufnehmen und dann eine weitere Sache, die ich machen möchte und ist mir egal, ob ihr sagt, keine Lust darauf. Ich habe nämlich Lust darauf. Stellt euch mein Galar-Arktos und Galar-Lavados-Video vor. Also sowas in der Art mit PvP und ich habe in der Zwischensaison, als ich noch dachte, ich werde danach zurückkehren, wo ich mir so garantiert sicher war, dass ich irgendwann zurückkehren werde, habe ich wirklich viele Kämpfe mit Meme-Teams aufgenommen. Ich spreche jetzt von Dingen wie, also die keinen Sinn ergeben. 3x Gift in irgendeiner Liga. Oder nur Pokémon mit dem Anfangsbuchstaben so und so verwenden. Und so weiter und so fort. Und da waren echt lustige Kämpfe dabei, die ich gerne so ein bisschen auf lustig bearbeiten wollen würde. Nicht als Kurzvideo, es gibt ja so YouTube-Shorts, da muss man auf Krampf unter einer Minute, glaube ich. Und eine Minute ist schon wenig. Also das ist auch eine weitere Sache, die ich machen möchte. Und das werde ich einfach machen. Weil ich Bock drauf habe, wenn ich Bock drauf habe. Auch wenn das vielleicht bei den Leuten, die mich aktuell schon schauen, nicht so gut ankommt. Ich habe Spaß beim Machen und vor allem an Tagen, so wie Season 12 Start, würde ich dann vielleicht sowas machen oder auch, und das ist ganz wichtig, oh, das habe ich noch gar nicht dazu gesagt, oder? Nicht mehr täglich. Geht nicht davon aus, dass jeden Tag ein Video kommt. So wie ich es gerade habe, so wie es mir passt, das ist einfach nur ein Bonus. Dieser ganze Kanal, Schilling Plus als Projekt, hat als Spaß begonnen. Weil ich wusste, auf Spieletrend interessiert sich niemand für PvP, aber irgendwie möchte ich damit beginnen. Deshalb habe ich das so gemacht, aber ja, genau. Geht nicht davon aus, dass da jeden Tag ein Video kommt. Es kann auch mal 3, 4, 5 Tage keins kommen. Ich weiß nicht, ab 2 Wochen würde ich vielleicht kurz auf Twitter was sagen. Hey, aus diesem und jenem Grund. Oder ich höre wirklich final. Ich höre jetzt komplett auf. Es ist over and out. Irgendwie will man den Psychoschock nicht schilden. Das ist so eine schwache Attacke, aber irgendwann ist der Kampf auch schon. Oh, das will ich sowieso nicht schilden. Das will ich sowieso nicht schilden. Dann kann ich hier noch köstlich, schmöstlich runterfarmen. Das Ding hat nun den 2. Eisspeer immer auch erst nach 5 und nicht nach 4. Es wird noch immer sehr stark sein, doch bei weitem nicht mehr so wie damals. Also, was heißt bei weitem? Es ist noch immer sehr stark, einfach ein bisschen schwächer. Würde ich mal behaupten. Und Landturn muss sich natürlich vor dem Erdbeben fürchten von einem Walreiser. Doch, naja, Elektro ist effektiv. Und das ist nicht sehr effektiv. Genau. Deshalb, ja komm, schilden wir ein bisschen. Ich werde hier 2x reinschilden, dass wir das Landturn in dieser Folge auch noch sehen können. Also was hätten wir alles an Änderungen? Ich werde viel vorproduzieren. Ich werde oft tanken und vielleicht auch mal andere Videos in der Art probieren, mich ein bisschen ausprobieren und das Ganze ganz gemütlich sehen. Nicht auf, oh, Community Day ist, ich muss davor noch schnell aufstehen, auf League Duck die Spezialforschung raussuchen und da alles geben und so weiter. Nö, ich sehe das hier ganz gemütlich und Rosanna habe ich nicht, also kommt hier Landturn rein. Sehe das hier völlig gemütlich. Die ganzen Attackenänderungen. Ich habe sämtliche Pokémon. Ich habe einen Miltank für 2500. Ich habe eins für 1500. Ich habe einen Dummiesel auf 1500. Ich habe so eine fette Sammlung. Das motiviert mich auch so beim Spielen und beim Fangen.
Moment, habe ich hier Konfusion drauf oder Charm? Oh yes. Oh yes, okay. Dann, was habe ich im Team? Gut. Ich würde mal sagen... Genau, das würde ich mal sagen. Und sollten Serverprobleme bei einem Kampf, sagen wir mal, zustande kommen, nicht schlimm. Ich versuche, drüber zu stehen. Hoffentlich nicht salzig werden. Und das Video geht weiter. Wenn es bei mehr passiert, wird die Folge beendet und... Ja, dann kommt entweder keine oder ich habe hoffentlich genügend auf Vorrat und wie auch immer. Aber alles ist hoffentlich mal besser, als wenn ich 4-5 Monate lang nichts hochlade. Genau. Und ich habe ein bisschen auch PvP-mäßig das Vertrauen in Niantic verloren. Meisterliga Classic, komplett weg, ohne dass Niantic irgendwas gesagt hat. Jetzt aber Meisterliga Primär Classic wieder zurück. Vergleicht es mit Superliga, wird bald auf 1600 erhöht. Dann pusht ihr alle eure Pokémon. Was ist denn das für ein Zubiris? Digga, was? Da hätte ich vielleicht zuerst drauf achten sollen, was ich da für ein Zubiris reinnehme. Na gut. Bestes Leben. Also, dann pushen alle Leute ihre Dingenskirchen-Pokémon auf ihre Superliga-Pokémon auf 1600. Und dann ist Season drauf plötzlich, ach, wisst ihr was? Jetzt kommt Superliga Classic und nur noch 1500 wieder. Dann passt alles. Genau. Also ja, Niantic kann man nicht ernst nehmen bezüglich PvP. Na, leider. Nein, ich will hier ein bisschen Energie absaugen und dann hoffe ich, dass Landhorn irgendwie sweepen kann, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Boah, ich hätte das richtige Zubiris reinpacken sollen. Was hatte ich denn da für eines? War das überhaupt gepusht? Also, ja. Und wenn man dieses Mindset dann irgendwie hat, dann läuft, glaube ich, einiges viel einfacher, weil... Vor allem die Serverprobleme gestern, da muss sogar ich sagen, als jemand, der viel jammert. Wieso hat man da gejammert? Es war der Anfang der Season. Es ist doch alles völlig egal. So, einfach links oben klicken und auf zum nächsten. Also war witzig, das zu sehen und so bin ich vermutlich auch häufig. Gut, schade, jetzt wirst du mich hier anfallen und ich kann nicht mehr rauswechseln, oder? Lebt das Sejong noch mit ganz wenig? Oder nicht? Oh, das lebt noch. Okay. Das wird dann ein köstlicher Farm hier. Das wird ein köstlich-schmösslicher Farm. Dann bin ich energiegeladen. Noch eine Attacke schaffst du nicht, obwohl ich... Oh, du gehst sogar echt auf Ladungsstoß. Das freut mich insgeheim. Und sowieso. Ich habe leider nicht nachgesehen, aber das ist auch so eine Sache. Mist, kompetitiv bin ich, ja, nicht mehr so. Ich habe nicht nachgesehen, was würde ich hier mehr Schaden machen. Ich vermute, Donnerblitz mehr Schaden, doch Surfer mehr pro Energie in diesem Fall. Na, schauen wir mal. Auf Random vielleicht abfangen. Wir machen... Ah, schade, ich wollte noch eine. Ich dachte, okay. Vielleicht hast du Eishieb? Hast du Eishieb? Du hast... Psychokinese. Dann war's das. Und tschüssi. Ich meine, das Mundtier wäre auch noch da gewesen, aber... Gut, Lanturn spammt die Surfer raus im Schneckenhaus. Das sieht gut aus, würde ich mal sagen. Und das Pinsir nehmen wir. Das ist garantiert am Anfang, glaube ich. Genau. Habe ich irgendwas Wichtiges so für die Einstiegsfolge vergessen? Ich hoffe nicht, ich glaube nicht. Ich habe mir einige Gedanken gemacht. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ich war schon häufig dabei... Gut, keine Videos mehr, Niantic schafft es einfach nicht. Dann kam das Update mit der neuen Season. Also genau, die neue Season kam und das Update war noch immer nicht da. Da war ich noch enttäuschter. Mittlerweile ist es da. Ich würde sagen, wenn damals das Spiel zu 20% funktioniert hat, sind wir jetzt bei 60% angekommen. Aber die Feinheiten, die stimmen leider noch immer nicht. Aber das wird man vielleicht in den nächsten Folgen sehen. Genau, ich hoffe. Was hoffe ich eigentlich? Ich weiß es nicht. Es geht auf jeden Fall weiter. Beim nächsten Mal.